Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Gothic 2, die Nacht des Raben, in der Livet-Edition. Wir sind in der letzten Folge ja in die Stadt wieder gekommen und haben mal mit ein paar Leuten geredet. Und jetzt wollte ich eigentlich nach dem Ende der letzten Folge hier schlafen, um euch dann direkt am Morgen begrüßen zu können. Aber eins wollte ich euch kurz noch zeigen, denn wir haben ja so ein beklemmendes Gefühl in uns. Deswegen haben wir nachts Albträume und die verwehren uns die Erholung. Das heißt, wir haben kein Mana regeneriert, was normalerweise wieder komplett aufgeladen wäre, nachdem wir geschlafen haben. Aber da wir Albträume haben, wird das nicht passieren. Und jetzt wollten wir in dieser Folge mal rumgehen und mal den Leuten, die irgendwelche Leute vermissen, mal Bescheid sagen. Darum vermisst er niemanden. Den können wir auch sonst nicht reden. Da wir eigentlich auf dem Weg zum Kloster sind, hier oben hat, glaube ich, keiner jemanden vermisst. Das habe ich schon immer gesagt. Dafür können wir mal mit Bartok sprechen. Der hat, glaube ich, jemanden vermisst, oder? Nein. Scheinbar nicht. Aber ihn auch nicht, aber der kann uns eine weitere Weissagung geben, die ich mir eigentlich ganz gerne anhören würde. Kannst du mir eine Weissagung geben? Ja, die Zeit ist vorangeschritten und ich werde dir für ein paar Münzen eine Weissagung geben. Wie viel willst du? Für bescheidene 250 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Ja, mach mal. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Sohn des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Aber natürlich sind wir bereit. Du wirst erzwingen, was niemandem sonst bestimmt. Über Glut und Schnee, durch Eis und Flammen. Männer in fremden Rüstungen, ein Sumpf, Echsen. Sie erwarten dich. Das war alles. Mehr kann ich nicht sehen. Alles klar. Ich danke dir, mein Freund. Jetzt haben wir da schon mal was gehört mit Feuer und Eis und Schnee und so. Das ist ein kleiner Hinweis auf die Drachen im Minental. Was es genau zu bedeuten hat, werden wir dann noch sehen. Korakon, zeig mir deine Ware. Hat, glaube ich, nichts, was uns auch nur halbwegs interessieren könnte. Okay, ich wollte mich jetzt eigentlich gerade mein unser Fleisch mal wieder ein bisschen braten lassen. Aber, gut dann nicht. Mit Torben haben wir, glaube ich, schon gesprochen. Meine ich. Ja, haben wir schon. Ich bin gerade übrigens im oberen Viertel, hat, glaube ich, niemand jemanden vermisst. Aber im Hafenviertel haben wir ja noch ein bisschen was. Gut, dass du kommst. Du musst mir helfen. Was du nicht sagst. Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Quatsch. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Okay. Gut, Diego, um Zeiten willen helfe ich dir. Ich werde dir helfen. Gut, pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zurzeit auf keinen Fall weg. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Alles da, und wo hast du das versteckt? Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz, oberhalb der verlassenen Mine. Es ist in einem Lederbeutel. Spar dir deinen Kommentar. Ich weiß selber, dass wir praktisch dran vorbeigelaufen sind. Bring mir einfach den Beutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Okay.
Wo hast du eigentlich das ganze Gold her? Wo hast du das ganze Gold her? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich im Minental die Goldstücke unter den Nagel gerissen hat? Nichts war leichter, als ein paar Goldstücke auf die Seite zu bringen. Nur für den Fall, dass wir da nochmal rauskommen. Alle waren so scharf auf das Erz, dass sich keiner für Gold interessiert hat. Okay, und was willst du eigentlich mit dem Gold machen? Was hast du mit dem Gold vor? Ich habe bei einem der Händler im oberen Viertel noch eine Rechnung offen. Die gilt es zu begleichen. Dann steht einer neuen Karriere nichts mehr im Wege. Okay, ich denke, du willst nicht wirklich eine Rechnung bezahlen. Du hast irgendwas anderes vor. Aber wir werden nicht nur versuchen, dein Gold zu finden, wir werden es finden und wir haben es schon gefunden. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Tu es einfach, das reicht mir schon. Du, ich habe übrigens dein Gold schon gefunden. Ich habe dein Gold gefunden. Gut, zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf, ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Okay, das machen wir doch am besten gleich mal. Denn dieser Gerbrand war ja ein richtiger Unsympath. Also ich konnte ihn nicht leiden. Haben wir eigentlich schon mit dir gesprochen? Ah, wir haben Valentino getroffen übrigens. Ich habe Valentino getroffen. Und? Ich habe ihm eine ordentliche Abreibung verpasst. Das hat er verdient. Hier, diesen Ring habe ich bei ihm gefunden, als wir unsere kleine Auseinandersetzung beendet hatten. Du kannst ihn ja an den Nächsten weitergeben, der meine Tracht Prügel verabreicht. Sowas Ähnliches habe ich vor. Aber der Ring ist, glaube ich, nicht wirklich was wert. Wir können nur abwarten. Wir gehen jetzt erstmal kurz zu Gerbrand. Ich habe was anderes. Und spielen mal Postbote für Diego. Da gehen wir auch gleich mal den Händler suchen noch. Gerbrand ist es nämlich nicht. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Ah, wenn du das Brief auch mal durchlesen können. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. Ja, gut, dann hau doch mal ab. Also dafür, dass du es eilig hast und alles gleich aus ist, gehst du sehr gemütlich, mein Freund. Okay, gehen wir dann mal den Händler suchen. Er müsste meines Wissens nach da hinten irgendwo rumstehen. Ah, ich glaube, da steht er auch. Lutero. Hey, Lutero. Suchst du bestimmte Gegenstände? Ja, für meinen derzeitigen Auftrag benötige ich die Krallen eines Snappers. Aber keine einfachen Krallen. Es muss schon was Besonderes sein. Die Krallen einer mächtigen Bestie, die viele Männer getötet hat. Oder etwas derartiges. Wo finde ich Snapper? Es gibt ein paar hier auf der Insel. Die meisten hausen jedoch im Minental. Und was springt für mich dabei raus? Ich kann dir einen Ring der Unbezwingbarkeit besorgen. Ich werde mal sehen, was sich machen lässt. Zufälligerweise haben wir so ein paar besondere Snapperkrallen dabei. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Hier ist der Ring, den ich dir versprochen habe. Dankeschön. Werden wir gleich mal angucken. Vorher zeigst du mir mal kurz deine Ware, bitte. Zeig mir deine Ware. So, was hat er denn da? Geschwindigkeitstränke, ein Gürtel der Geschicklichkeit mit 10 Geschicklichkeit. Der würde mir noch recht gut stehen. Was tragen wir denn? Also, was wir im Moment tragen, kann ich ja gar nicht sagen. Aber einen Rund. Achso, das war der Ring der Unbezwingbarkeit, den wir gerade für ihn bekommen haben. Mit 2-2-3-3-3. Ja, der ist gar nicht so schlecht. Ring der Kraft können wir eigentlich verkaufen. Valentinos Ring, Schutzwaffen können wir auch verkaufen. Der Söldnergürtel. Ah, den könnten wir jetzt ja wieder anlegen.
oder mit dem Gürtel der Geschicklichkeit, dann könnten wir auch den nächsten Bogen schon nehmen. Den Buchenbogen. Ich glaube, ich kaufe mir diesen Gürtel jetzt einfach mal. Und dann legen wir den auch an. Den ganzen anderen Schrott verkaufen wir. Wir werden unter anderem auch die schwere Banditenbrücke überhaupt irgendwas. Ja, bringt 200 immerhin. Und die leichte Zirkusse können wir auch verkaufen. Bringt ja auch nicht wirklich was. Amulett der Kraft. Müssen wir mal gucken, was tragen wir denn eigentlich momentan. Wir tragen Frankos Amulett mit 444. Wir tragen einen Ring der Heiler. Ich hab mir das schon und gedacht. Tragen einen Ring der Geschicklichkeit. Keine Ahnung, sag du es mir. Auf jeden Fall werden wir den Gürtel des Schutzes mit 7-mal ablegen und den Gürtel der Geschicklichkeit anlegen und dann natürlich auch gleich mal den neuen Bogen anlegen. Ah, schön. Wunderbar. Und wir müssen unsere Geschicklichkeit jetzt dann noch um 15 steigern. Dass wir auf den gleichen noch Wert kommen. Mehr, ne? Wir tragen ja einen Gürtel plus 10. 15. Achso, und das Amulett. 19. Also 20 Punkte brauchen wir noch. Um den Bogen weiterhin so tragen zu können, wie wir ihn gerade tragen. Jetzt haben wir natürlich wieder deutlich weniger Rüstungsschutz, aber gut, das macht ja nichts. Jetzt gehen wir erstmal kurz zu Diego und sagen dem mal Bescheid. Hey Diego! Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut. Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Das ist dein Haus? Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Okay, und wieso gehört der Kasten jetzt dir? Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Ja, stimmt, wir haben ihn nie gefragt. Okay, du... Ich hab dir jetzt da geholfen und so weiter, hab dir dein Gold gegeben, komplett ohne irgendwas dafür zu wollen. Und krieg ich jetzt vielleicht irgendwas? Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. Ah, immerhin 500 Gold. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Und Gerbrand? Was ist mit Gerbrand? Der hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt. Während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt der nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Ja, ich glaube, wir werden mal mit ihm sprechen. Und mit wem wir auch noch sprechen wollen, das ist dieser Assistent vom Statthalter. Wie heißt er? Larius? Cornelius? Irgendwie sowas. Ist auf jeden Fall da oben. Meine ich hier drin. Cornelius. Denn das ist ja der Zeuge, der Bennett belastet. Bennett soll laut diesem Zeugen einen Paladin ermordet haben. Was aber nicht stimmen kann, behaupte ich jetzt einfach mal. Deswegen reden wir mal mit den Zeugen, denn ich glaube, er lügt. Du hast doch den Mord an Lothar beobachtet. Ich muss zu einer laufenden Untersuchung keine Auskunft geben. Alles, was ich weiß, habe ich schon bei Lord Hagen zu Protokoll gegeben. Mhm. Und sag's uns doch einfach nochmal.
Was hast du gesehen? Was hast du gesehen? Ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Du musst jetzt gehen, das Büro schließt jetzt. Es ist 11.26 Uhr morgens. Jetzt reicht es. Was hast du gesehen? Ich habe gesehen, wie der Söldner den Paladin von hinten niedergeschlagen hat. Und dann hat er ihm sein Schwert in die Brust gerammt. Bist du dir da ganz sicher? Ja, natürlich. Ich konnte es mit eigenen Augen sehen. Aber ich habe jetzt wirklich keine Zeit. Es wartet noch ein großer Stapel mit Papieren auf mich. Der kann warten. Ich glaube dir nicht. Und wenn schon. Was willst du dagegen tun? Naja, ich könnte zum Beispiel den Söldnern sagen, wo du wohnst. Ich könnte dich verprügeln oder ich könnte dich bestechen. Nee, wir drohen ihn lieber mal. Ich könnte den Söldnern sagen, wo du wohnst. Was soll das heißen? Sie wollen dich bestimmt gern kennenlernen. Sie sind ziemlich sauer. Das kannst du nicht machen. Sie werden mich töten. Das ist sehr gut möglich. Ich sag alles, was du willst. Aber das darfst du nicht tun. Okay, dann was ist wirklich passiert? Komm schon, raus damit. Was ist wirklich passiert? Ich habe nicht gesehen, was passiert ist. Ich habe Gold bekommen dafür, dass ich den Söldner belaste. In diesen Zeiten muss jeder sehen, wo er bleibt. Ich brauchte das Geld. Wer hat dich bezahlt? Das reicht. Er wird mich töten, wenn ich ihn verrate. Bist du bereit, das auch Lord Hagen zu erzählen? Ich bin doch nicht verrückt. In der Stadt kann ich jetzt nicht mehr bleiben. Ich werde dir mein Tagebuch geben. Das sollte als Beweis genügen. Okay, wunderbar. Dann sehen wir uns gleich mal durch, nachdem wir kurz an der Buchkommode waren. Mal gucken, was da so steht. Ach, ein bisschen was über die Insel. So, dann schauen wir nochmal, was in dem Büchlein drin steht. Ist das hier? Das Tagebuch von Cornelius. Wenn Larissa weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man immer hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 2000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorge, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde es schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, wäre hier alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke werden mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit. Sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. Okay, damit können wir jetzt zu Lord Hagen gehen. Also wieder rauf auf die Festung. Und übergeben ihm das Buch und dann sollte eigentlich mit Bennett alles geritzt sein. Das sollte doch ausreichen, um zu beweisen, dass Cornelius gelogen hat. Bin mal gespannt, ob Lord Hagen sich dann entschuldigen wird oder ob er einfach nur sagt, na gut, lass ihn frei. Sowas in der Richtung. Das ist wirklich nicht mein Problem. Kommen wir denn am kürzesten dahin? Ich glaube so rum. Ja, so rum. Halt, wir müssen da hintere. Genau, da ist der Aufgang. Es ist halt wieder ein relativ weiter Weg. Aber was soll's. Für Bennett, unseren Schmied, tun wir doch so einiges. Ich kann dir so etwas nie erlauben. So, hier dürfen wir rein. Ich hab für so etwas so, du Lord Hagen, ich habe da eine Kleinigkeit, die ich mit dir besprechen müsste. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist.
Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Er hat sich aus dem Staub gemacht. Früher oder später wird er hier auftauchen. Dann werden wir ihn verhaften. Alles klar, ich bedanke mich bei dir, Lord Hagen. Gehen wir gleich mal zur Kaserne runter und holen Bennett persönlich da raus. Er wird sich auch sicherlich bei uns bedanken wollen. Hoffe ich mal. Also, ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Ich meine, er wird sich mit, ich glaube, mit einem Dienst oder so, wird er sich bei uns bedanken. Bevor wir aber zu Bennett gehen, machen wir noch einen kurzen Abstecher in den Hafen. Denn da gibt es ja immer noch ein paar Vermisste. Beziehungsweise ein paar Leute, die was wissen wollen. Bei Farin waren wir schon wegen William, aber zu den Bootsbauern müssen wir noch. Der hat ja, glaube ich, auch einen vermisst. Ach ja, und zu den Bauernhöfen sollten wir auch noch gehen. Da waren ja auch einige Vermisste. Bei Benga und Akil, glaube ich, waren welche. So, du Gabel. Wie ist es denn jetzt? Und, wie läuft's jetzt? Monty ist wieder da. Er studiert gerade die Pläne. Vielleicht wird's ja jetzt was mit dem Schiff. Das hoffe ich doch für dich. Haben wir nicht noch eine Quest-Information für Gabel? Nein. Haben wir nicht. So, damit ist der schon mal erledigt. Ansonsten... Ach ja, genau, wir gehen noch mal zu Cardiff. Da soll es mal ein bisschen Fleisch braten. Wir könnten auch mal kurz zu Laris gehen. Hey, Laris. Hey, du. Wegen der verschwundenen Leute. Ich habe einige vermisste Leute retten können. Ich hab gewusst, dass du es schaffen würdest. Dann kann ich mich jetzt ja endlich um meinen eigenen Kram kümmern. Jo, gibt's sonst was Neues? Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du ja selbst verantwortlich. Bennett haben sie wieder laufen lassen. Er ist schon wieder auf dem Hof. Geh mal hin, ich denke, er will sich auch noch selbst bei dir bedanken. Ja, genau das habe ich wahrgenommen, dass es schon auf dem Hof ist. Es ging ja fix. Du, Cardiff? Hey. Ich hätte gern das Fleisch gebraten. Ich mach das gern. Hier, lass es dir schmecken. Danke, Cardiff. So, dann gehen wir gleich mal noch zu Lord André. Und das Kraut... Achso, das Krautpaket ist wahrscheinlich immer noch hier drin, aber... Da lässt sich nichts machen. Es muss doch da irgendwie einen Weg geben, da rein zu... Ah. Moment. Ne, da kommen wir nicht hoch genug. Okay, schade. Da geht's also auch nicht rein. Irgendwie müssen wir da mal noch reinkommen und dann dieses Krautpaket besorgen, was da Cypher gehört. Bin ich echt mal gespannt. Du, Lord André. Okay, das hätten wir uns sparen können. Wie wir hier sehen, Bennett ist nicht mehr da. Da wollte ich gar nicht hin, da wollte ich noch durch. Ich bin gerade im Link. Ansonsten hat in der Stadt ja niemand mehr jemanden vermisst. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns auf. Erstmal. Das darfst du keinem erzählen. Ich würde sagen, zunächst mal gehen wir zu Alligator Jack. Und zu Greg und so weiter. Da sollen sie mich mal beibringen, wie man denn Reptilien die Haut abzieht.
So, ist die Frage, ist da drin ist wieder was am Leben? Da vorne sehen wir einen Suchenden. Ich hoffe, ich denke, ihr könnt ihn sehen. Da vorne ist er. Den werden wir uns aber jetzt im Moment mal noch nicht anlegen. Vor allem gehen wir zuallererst mal zu Alligator Jack. Okay, da ist keiner daheim. So, wo kommen wir denn jetzt raus? Hier, okay. Na, so, jetzt. So, einmal ins Zeppelin-Gebäude, bitte. Dann gehen wir einmal wieder durchs Portal. Dürfte ja, also es müsste ja auch in Jakin da ein bisschen Respawn gegeben haben. Allerdings glaube ich nicht allzu viel. Moment, bevor wir durchgehen, speichern wir erstmal nochmal. Und hinein. Da wir ja nicht zu den Banditen gehen wollen, oder werden besser gesagt, brauchen wir die Banditenrüstung nicht anzulegen, sondern können uns eigentlich direkt hin teleportieren. Ah, Moment, ich möchte euch noch kurz was zeigen, und zwar diese Buchständer. Da müssen wir jetzt was lesen können, falls denn was zu lesen da wäre. Schauen wir hier mal nach. Ne, können wir auch nicht lesen. Ja, super. Gut, teleportieren wir uns nach draußen. Und gleich mal zum Canyon. So, hat's hier ein neues Viehzeug? Gleich mal gucken. Sieht im Moment mal nicht so aus. Eigentlich schade, wir könnten noch ein paar Erfahrungspunkte brauchen, denn wir brauchen nur noch knapp 800, also 820 um genau zu sein. Aber vielleicht kriegen wir die ja jetzt hier, einfach nur indem wir ein bisschen mit den Leuten reden. Und dann könnten wir lernen, wie man den Trank der Geschicklichkeit braucht, sofern Reptilien heute abziehen, weniger als 5 Lernpunkte kostet. Du, Jack. Unterrichte mich. Was soll ich dir beibringen? Tiere häuten. Und immer nur am Bauch aufschneiden, sonst verminderst du die Qualität. Ich danke dir. Okay, das reicht. Schauen wir gleich mal nach. Meine Infos. Die Tierverwertung. Ich kann jetzt Tieren Fell, Fleisch, Krallen, Zähne, Reptilien häuten. Sehr schön, dann müssen wir nur noch ein paar Reptilien finden. So, dann würde ich sagen, mit den Leuten hier reden wir dann am besten in der nächsten Folge. Und wenn wir dann mit den Leuten hier geredet haben, werden wir mal wieder den Bauernhof aufsuchen, dort dann mit Bennett reden, mit Lee reden und so weiter und so fort. Und auf dem Weg dahin werden wir versuchen, den Suchenden möglichst aus dem Weg zu gehen. Denn ich hätte vorher gern erstmal noch eine dickere Rüstung und ein bisschen mehr Geschicklichkeit. Und ich bin mal gespannt, ob das hier reicht, um wirklich dann in der Stufe aufzusteigen. Ich darf mich bei euch fürs Zuschauen recht herzlich bedanken. Ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir denn dann mit den Leuten hier reden und dann wieder zurückkehren nach Corinis, um dort eben unsere Aufgaben zu erledigen. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Bis denn!